clear. Go. Macher von Cyberpunk 2077 haben uns über die Jahre mit relativ wenigen Informationen versorgt, weshalb die Dinge, die angekündigt, aber zwischenzeitlich auch wieder rausgestrichen wurden, bei vielen Fans deutlich mehr ins Gewicht fallen, als sie es vielleicht verdient hätten. Deshalb schauen wir uns hier einmal die gestrichenen Features an. Ein Feature, was gestrichen wurde, betrifft den Aufbau des Charakters. Cyberpunk 2077 beruht bekanntlich auf dem Pen-and-Paper-Rollenspiel Cyberpunk 2020 und dort ist die Erstellung eines Charakters ziemlich umfangreich und mit vielen Überlegungen verbunden. Neben der Rolle, also zum Beispiel ob man als Solo- oder Netrunner unterwegs sein will, spielen solche Dinge wie Herkunft, Stil, Familie, Motivation, entscheidende Lebensereignisse und die Freund-Feind-Konstellation eine große Rolle. In jedem dieser Bereiche ergeben sich eine ganze Reihe an Fragen, zum Beispiel bei der Motivation. Wie bist du? Was hältst du von anderen Menschen? Was ist dir wichtig? Aus den Antworten ergibt sich deine Motivation, die deinen Charakter am Ende antreibt und zugleich auch einen Rahmen setzt. Genau das wollte CD Projekt Red zu Beginn auch bei Cyberpunk 2077. Bei der Charaktererstellung hätte man sich durch einen Fragekatalog durcharbeiten müssen, um auf diese Art einen perfekten Charakter zu erstellen. Wie das Wort durcharbeiten schon signalisiert, wäre das tatsächlich eine zeitaufwendige Beschäftigung gewesen, die schnell in Arbeit hätte ausufern können. In Cyberpunk 2020 erstellt nämlich niemand mal eben einen Charakter, um dann schnell ins Spiel zu kommen. Es gibt keinen Random-Button, den man anklicken könnte und wie auch. Schließlich haben alle Entscheidungen, die man für seinen Charakter trifft, später auch Auswirkungen im Spiel. Darum können solche Charakteraufbauten in Cyberpunk 2020 durchaus Stunden in Anspruch nehmen. Genau das wollte man nicht zuletzt auch wegen der Zugänglichkeit und der hohen Komplexität vermeiden. Würde man dagegen den Fragekatalog zu weit stutzen, würde man schlichtweg nicht die benötigten Ergebnisse erzielen und es wäre schon fraglich, ob man als Spieler dann überhaupt noch einschätzen könnte, wie sich die Entscheidungen auf das spätere Spiel auswirken. Deshalb haben sich die Entwickler für Lebenspfade entschieden, die dem Spieler klar machen, aus welchem Umfeld der Charakter stammt. Zudem kann man in der jeweiligen Prolog-Quest des Pfades die eigene Vergangenheit selbst erspielen und durch die Handlung genau das erreichen, was man ansonsten per Fragekatalog festgelegt hätte. An Tiefe hat das Ganze meiner Meinung nach nicht verloren, denn ein Computerspiel muss sich aufgrund seiner Beschaffenheit sowieso immer selbst einen Rahmen geben. Anders als in einem Pen-and-Paper-Spiel, in dem sich ein Game Master, der selbst ja nicht Teil der Geschichte ist, nur darum kümmert, diese voranzutreiben, gibt es heutzutage noch keine KI, die dazu in der Lage wäre, auf einfach alles einzugehen. Es ist immer ein Kompromiss und die Aufgabe des Entwicklers ist es, das so zu verpacken, dass man die Limitierung möglichst nicht bemerkt. Die Tech-Rolle. Eigentlich sollten wir neben dem Netrunner und dem Solo auch noch die Tech-Rolle spielen können. Leider wurde daraus nichts. Der Tech wurde gestrichen. Hierzu muss man sagen, dass sich die Entwickler bereits ganz am Anfang zwischen den zig Rollen des zuvor bereits erwähnten Cyberpunk 2020 entscheiden mussten. Im Standardregelbuch gibt es die Rollen Cop, Fixer, Konzerner, Netrunner, Nomaden, Reporter, Rockstar, Solo und eben den Tech, zwischen denen man wählen kann. Laut Cyberpunk 2020 ist ein Netrunner ein Computerfreak, also ein Hacker. Ein Solo ein Kämpfer und der Tech ist Mechaniker und oder ein Arzt. Denkt daran, in einer Welt, in der sich Menschen jede Menge Metall, Plastik und was weiß ich noch einbauen lassen, ist ein Mechaniker eben auch ein Arzt und andersherum. Die Entwickler haben sich daraus die beliebtesten rausgepickt und durchaus Einflüsse aus den anderen Rollen einfließen lassen, wobei sich dann herausstellte, dass der Tech mit dem Netrunner einfach zu viel Überschneidung hatte, so dass er als eigene Klasse einfach keinen richtigen Sinn mehr ergab. Wer will schon verschiedene Klassen spielen, die sich im Grunde gleich anfühlen? Also entschloss man sich zu der Streichung. Die Streichung des Techs führte unweigerlich zu einem weiteren Verlust eines Features, der Wegfall des Flathead-Roboters. Der Tech sollte diesen Roboterbegleiter erhalten, aber nach dem Wegfall ergab dieses Feature keinen Sinn mehr und diesen Roboter einer anderen Rolle anzuhängen, hätte wahrscheinlich zu einem Ungleichgewicht geführt. Aber die Mechanik soll zumindest im Spiel zum Tragen kommen, indem wir bei bestimmten Gelegenheiten solche Roboter einsetzen können.
Nicht mehr zum Einsatz kommt das angekündigte Wall Running. Damit sollte es möglich sein, an Wänden entlang zu laufen. Dieses High-Level-Feature hörte sich ziemlich cool an, wurde aber wegen Designgründen wieder gestrichen. Leider wurde kein konkreter Grund genannt, aber man kann davon ausgehen, dass an irgendeiner Stelle das Feature nicht so funktionierte, wie es geplant war. Kommen wir zum nächsten Feature, das gestrichen wurde. Schnellreisen per Metro. In einem der Cyberpunk 2077 Trailer sahen wir noch, wie Vi in einem Zug unterwegs durch Night City war. Später gab es sogar noch dieses Bild dazu. Das war der Aufhänger für die Schnellreisefunktionalität in Cyberpunk 2077. Es sollte in ganz Night City Metrostationen geben, zwischen denen wir hätten hin und her reisen können. In der neuen Version gibt es stattdessen Stadtterminals, über die man dann wie in Witcher 3 die Schnellreisepunkte ansteuern kann. Zwar wäre es durchaus cool gewesen und hätte sicher auch die Immersion verstärkt, stets eine Station aufsuchen zu müssen, aber wenn man das mal gedanklich durchspielt, stellt sich doch die Frage, ob das nach 20 Mal immer noch so cool gewesen wäre. Stellt euch vor, Treppen runter, dort befinden sich die Gateways. Dort muss man erstmal durch, vielleicht sogar noch ein Ticket lösen, dann zu den eigentlichen Bahnsteigen, den richtigen finden und dort wartet dann der Zug, oder? Fährt im schlimmsten Fall erst ein. Rein in den Zug und dann folgt auch schon eine Zwischensequenz, wie wir sie im Trailer gesehen haben und das Ganze jedes Mal aufs Neue. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass der überwältigende Anteil der Spieler spätestens nach dem vierten oder fünften Mal meckert und alles überspringt, was man nur überspringen kann. Deshalb erscheinen mir diese Terminals zwar etwas schlichter, aber angesichts der häufigen Nutzung auch komfortabler. Vielleicht gibt es ja trotzdem eine Zwischensequenz, die sich dann überspringen lässt. Ein weiteres Feature, was auch irgendwie mit Reisen zu tun hat und ebenfalls gestrichen wurde, ist die Modifikation von Fahrzeugen. Es gab die Idee, Fahrzeuge modifizieren zu können, aber davon haben sich die Entwickler verabschiedet. In Cyberpunk 2077 soll es 29 Fahrzeuge geben, die man wohl auch selbst steuern kann, aber keines davon werden wir tunen oder irgendwie modifizieren können. Es ist natürlich schwer zu sagen, weshalb die Entwickler auf dieses Feature verzichtet haben, doch ich könnte mir vorstellen, dass man es entweder richtig oder eben gar nicht machen wollte. Wollte man es denn richtig machen, steckt hinter so einem System natürlich auch eine Menge Aufwand und es muss natürlich auch zum restlichen Spiel passen und sich gut einfügen. Ich nehme an, dass eines oder gar alle Bedingungen nicht erfüllbar waren und man deshalb davon Abstand genommen hat. Kommen wir zum vorläufig letzten Feature, das gestrichen wurde. Irgendwann ganz am Anfang war die Rede davon, dass Vi mehrere Wohnungen haben könne. Das ist leider vom Tisch. Es wird nur noch eine Wohnung geben und die haben wir bereits im Gameplay von 2018 kennenlernen dürfen. Die Wohnung wird auch nicht besonders anpassbar sein, so dass wir den grundsätzlichen Flair der Wohnung, zum Beispiel mit süßen Katzenbildern an den Wänden, zum Glück nicht verändern können. Ob die Streichung des einen oder anderen Features nun ein Gewinn oder ein Verlust für das Spiel bedeutet, müsst ihr für euch ausmachen. Doch ich würde empfehlen, abzuwarten, wie sich das Spiel anfühlt, denn vielleicht lassen sich die Entscheidungen später auch besser nachvollziehen oder eben auch nicht. In dem Fall kann man ja noch immer ein paar Militech-Söldner nach Warschau schicken.